kommt ihr direkt ins Internet. Und im Internet kommt ihr direkt auf die Internetseite der Charité. Dort findet ihr unten rechts in der Ecke ein kleines Kästchen, in dem ihr die euch zugeschickte Dienstleistungsnummer eintragen müsst. Ihr findet das Kästchen nicht? Könnt ihr auch gar nicht. Dafür müsstet ihr erst einmal hereinzoomen. Ihr gelangt dann direkt auf Campusnet, wo ihr euch eure Gruppe herauszoomen könnt. Aber jetzt heißt es Vorsicht. Die Gruppen sind nicht in den Semester hinterlegt, in dem ihr sie tatsächlich belegen würdet. Denn das würde ja Sinn machen. Ihr müsst dafür auf den Zahnmedizinstudiengang im dritten Semester aus dem Jahre 2015. Wie ihr seht, wird Fortschritt an der Charité ganz groß geschrieben. Habt ihr euch euren Geburtstag endlich ausgesucht, könnt ihr euch dafür aber nicht auf FIS anmelden, sondern dafür müsst ihr auf die LLP. Klingt komisch, ist aber so. Wenn ihr euch dann auf der LLP dafür angemeldet habt, bekommt ihr im Wikiblog eine Bestätigung von Axel Schunk persönlich. Dort findet ihr dann auch eine Anleitung, wie ihr euch auf dem Blackboard für den Kurs anmelden könnt. Dafür braucht ihr aber nochmal ein extra Passwort. Habt ihr noch nichts? Das macht auch nichts, denn dafür gibt es ja nochmal ein extra Portal. Zugang.charité.de. Aber Achtung, euer Passwort läuft in 6 Monaten. Außerdem müsst ihr wieder ein neues Passwort beantragen. Es sollte 20 Buchstaben, 10 Zahlen, 6 Sonderzeichen und nicht die Buchstaben eures Namens beinhalten. Wenn ihr das nun alles geschafft habt, könnt ihr endlich um 7:30 Uhr zur Blended Learning Vorlesung aufstehen oder ihr bleibt einfach liegen und schlaft aus.